Dienstag, der 3. Mai. Es ist jetzt 8:45 Uhr. Und Christina Turquoise hat mich jetzt hier rausgefahren zum Little Walnut Trailhead. Das ist immerhin wieder 12 Meilen gespart, wo ich halt müssen straßläufen. Ja, und jetzt sind es 2 Tage bis zum Doc Campbell's. Ich habe jetzt wenig Essen dabei und Wasser muss mir jetzt auch keine Gedanken machen in der nächsten Zeit. Gestern ist Silver City reingekommen. Ja. Duschen und gewaschen und auswärts gewesen essen. Gestern und zur Nacht haben wir das vierte losgezogen, haben wir gut zur Nacht essen. Ja, wir sind, ich denke, wir sind nicht so spät. Es war 7 Uhr. Aber hiesiges Verhältnis ist das anscheinend schon spät gewesen. Erstens sind auf einem Haufen Reste an der Mendung zu gewesen. Und das, was offen war, war natürlich total überlaufen gewesen. Und dann haben sie nach 8 Jahren schon wieder geschlossen. Also es war eine Warteschlange gewesen. Und bis wir einen Tisch bekommen haben, hätte ich dann gerade wieder zugetan. Dem musste zum Fast Food rübergehen. Aber wir haben einen guten Abend miteinander und miteinander Geschichten erzählt und so. Das ist noch gut gewesen. Sehen wir, was auf mich zukommt heute. Vorher ist wieder changed Wetter. Blauer Himmel. Ich hoffe, es werde nicht allzu heiß. Es ist jetzt 10 vor 2. Ich bin jetzt gerade aufgebrochen nach der Mittagspause. Ich gehe beim Wasser suchen. Heute ist gut, heute haben wir nicht mehr so lange Wasser mitschleppen. Das hat immer wieder Gelegenheit zum Auffüllen. Das hat euch etwas überzogen. Im Gegensatz zum Morgen. Jetzt sind es ein bisschen Wolken. Macht das Ganze auch etwas angenehmer. Und heute habe ich schon 2, 3, 7 Wander getroffen. Da ist ziemlich viel los. Ja. Und jetzt habe ich gerade noch auf die Karte gelegt. Ist noch 29 Meilen bis Doc Campbell's.
ist jetzt 5 ab 6. Und ich schaue jetzt nochmal den Zeltplatz um. Ich habe jetzt ein bisschen Distanz hinter mir gebracht. Wirklich so der Fies. Und zum Fluss Hila ist es nicht mehr weit. Ich glaube 3 Meilen oder so. Und dann geht es den Fluss noch rauf. Doc Campbells. Wurden. Jetzt hoffe ich, dass der Bus plötzlich kommt. Und ich übernachte. Es ist 5 ab 9 und ich bin erst jetzt gerade losgelaufen. Ziemlich spät. Ich habe länger geschlafen, ich habe keinen Grund für früh aufzugehen. Weil heute geht es aber zu Doc Campbells. Das ist ein Laden. Und der hat am Mittwoch zu. Also heute ist Mittwoch, der 4. Mai, Tag 9. Ja, es ist 20 Meilen bis zum Doc Campbells. Und morgen tut erst gegen Mittag auf. Also habe ich vorher Zeit. Darum habe ich gedacht, ich liege etwas länger. Und ich habe bei den Schuhen habe ich jetzt meine speziell gemachten Solanhäuser genommen, die auch der Orthopäd gemacht hat. Und hat Standardsohle rein da. Weil hier geht es eben zum Fluss Hilla. Und dann werden wir mehrmals müssen überqueren, von der einen Seite zur anderen und wieder zurück und so. Und dann habe ich gedacht, für das muss ich nicht die gute Sohle drin haben, sonst gehen die dann durch viele Wasserläufe kaputt. Dann habe ich jetzt Standardsohle drin. Ich hoffe, das geht gut heute mit denen. Das ist natürlich wieder etwas anderes. Ein anderes Laufen. Aber jetzt kann ich Platte bekommen. Und ich bin jetzt unten am Flussbett und nachher. Es ist nicht recht stotzig zum Teil abgegangen, im Zickzack, mit losen Steinen zum Teil. Und jetzt bin ich im Hila River. Und jetzt geht es da flussaufwärts, im Canyon rein. Das wird eine ganz schöne Sache. Aber auch das kommt nicht gratis, das muss erkämpft werden. Die nächsten 4 Tage geht es immer wieder über den Fluss, glaube ich. Sie haben anscheinend gesagt, 90 Mal. 90 Mal über den Fluss und jedes Mal musst du wieder schauen, wo der Weg ist, auf der anderen Seite. Und immer nasse Füße. Gut, gehen wir rüber. Aber glaube ich da unten. Thank you.
ist jetzt 20 vor 1 und ich mache jetzt Mittagspause. Wasser jetzt ja genau rum. Bis jetzt läuft es tipptopp. Kann nicht präsent. Das bringt ja nicht. Der Laden hat erst morgen um 12 Uhr offen. Ob ich jetzt hier rumhänge oder im Laden oben. Und das gleiche raus. Guten Morgen, es ist 20 ab 7. Der 5. Mai, der 10. Tag. Es ist noch kalt heute Morgen. Ich bin 4 Meilen vor Doc Campbells. Gestern Abend hier den Mercury getroffen. Er hat um 5 Uhr schon das Nachtlager gerichtet. Da habe ich mit ihm geredet und um 6 Uhr habe ich gesagt, weißt du was, jetzt stelle ich mein Zelt hier auf und heute geht es aber Doc Campbells. Anscheinend, weil er gestern zugehört hat, sich da ein rechter Steuer Hiker gebildet da vorne. Sind gestern jenste an uns vorbei hier. Gehen wir uns schauen, die elektronischen Geräte kann man sicher laden, bis der Laden öffnet und so. Und ein bisschen mit anderen Leuten quatschen. Falls man noch nicht wach gewesen wäre, nach der ersten Flussquerung, ist man dann sicher schön kalt, dass Nägel an den Füßen sind. Das erreicht. Und von jetzt ist es ein bisschen mehr als eine Meile bis zu Doc Campbells. So, das war Doc Campbells, der Laden. Und es ist noch nicht so schlimm mit Wandern. So, es ist jetzt 10 ab 12 Uhr. Ich habe jetzt nicht gewartet, bis die elektronischen Geräte ein bisschen geladen sind. Glücklicherweise hat der Laden spezielle Öffnungszeiten für uns Hiker. Er hatte morgen schon offen. Ich konnte mein Zess einladen für 6 Tage. Ja, gesagt, ist ziemlich schwer. Ja. Ich habe etwas gegessen dort und etwas getrunken. Ein bisschen geredet mit anderen. Und jetzt geht es weiter. Thank you.
ist jetzt 3:15 Uhr. Ich bin jetzt gerade da hinten bei den Cliff Dwellings gewesen. Und jetzt nehme ich eine alternative Route wieder zurück. Ab in die Schlucht Hila. 4 Meilen, seit ihr die Hila unten sind. Und dann schauen wir dann, wie weit wir hinkommen, wie das läuft. Aber es ist ziemlich zäh. Der Rucksack zieht auch mal richtig zu Boden. Da ist ja viel Essen drin. Und nicht ganz 2 Liter zu saufen. Hätte ich auch noch weniger mitnehmen können. Auf das kommt es jetzt auch nicht mehr davon. Und ich hatte einen kleinen Ausflug hinter mir. Ich bin zurück in Hila Canyon, Fluss Hila. Jetzt geht es wieder flussaufwärts. Jetzt gibt es wieder nasse Füße. Warte, das wieder da. Es ist jetzt 20:05 und ich bin in Jordan Hot Springs. Und momentan ist gerade niemand mehr. Ich bin überrascht. Es ist jetzt 6:45 und das war es für heute. Ich habe mir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Ich habe noch ein bisschen ausgegeben und die Eichenlaube drauf gibt, dass es nicht so dreckig ist. Ich hoffe, dass wir es nicht wegblasen. Jetzt fährt es wieder verwinden.